Der Unterschied zwischen HubSpot CRM und Pipedrive CRM ist letztendlich auf einen einzigen Punkt gebracht, runtergebrochen, der Punkt, dass HubSpot CRM für etwas größere Firmen gedacht ist. Warum? Aus dem ganz einfachen Grund, dass du ab der Professional-Version, das ist also so das mittlere Paket, das eigentlich zwangsläufig du kaufen musst, wenn du zum Beispiel so simple Sachen machen willst wie Sequenzen in deiner E-Mail. Ja, also letztendlich, jemand hat den Termin nicht wahrgenommen, dann bekommt er automatisch eine E-Mail zugesendet. Sowas Simples und Banales, da brauchst du bereits das Professional-Paket, also das mittlere Paket von HubSpot. Das bedeutet wiederum 450, wenn du es auf ein Jahr kaufst oder monatlich bezahlst, 500 € pro Monat. Und das ist vielen Startup und kleinen Einzelunternehmen und so weiter viel zu viel Geld. Und es ist auch verständlich. Jetzt gibt es eben aufgrund dessen das große Gerücht, HubSpot ist so viel teurer wie alle anderen CRMs, wie zum Beispiel Pipedrive. Das stimmt aber nur indirekt, denn der Grund, warum du 500 € Lizenzgebühren für das Professional-Paket bei HubSpot zahlen musst, ist, weil HubSpot möchte, dass du eine Mindestlizenzzahl, also von Mindest-User-Zahl einkaufst. Du kannst also nicht weniger wie 5 User mit dem Professional-Paket einkaufen. Bei anderen CRMs, wie zum Beispiel Pipedrive oder auch anderen, kannst du, egal welches Paket, per User, also jeden User einzeln hinzubuchen. Das bedeutet, das Professional-Paket bei HubSpot kostet ungefähr 100 €, Pi mal Daumen zwischen 80 und 100 €, je nachdem, ob du es aufs Jahr oder monatlich bezahlst. Pro User würdest du jetzt also 5 User-Lizenzen bei Pipedrive kaufen, bist du genauso auf ca. 400 bis 500 € monatlich, genauso wie bei HubSpot, wo eben es Pflicht ist, und das ist der einzigste Unterschied, Minimum 5 User zu kaufen. Und das wiederum ist ja logischerweise dann prädestiniert oder sagen wir mal targetiert für größere Firmen. Denn du bist ja, selbst wenn du jetzt 4 Angestellte hast und insgesamt 5 Personen bist, dann sind ja, es sei denn, du bist eine Agentur oder machst, oder jede Person in deinem Unternehmen hat mit Marketing oder Sales zu tun, das ist aber relativ unwahrscheinlich, wenn du jetzt ein ganz normales KMU bist. Das heißt, ein KMU, das Minimum 5 Personen im Marketing oder Vertrieb oder einen Vertriebler hat, ja, ist ja insgesamt schon mal mindestens 30, 40, vielleicht 50 oder vielleicht 100 oder noch mehr Personen groß, je nachdem, was das KMU eben macht. Und das wiederum impliziert, oder HubSpot impliziert dadurch, oder suggeriert, dass, oder möchte es wahrscheinlich auch mit voller Absicht, dass grundsätzlich HubSpot ein CRM ist für KMUs, und nicht für Einzelunternehmer, für Solopreneure, Freelancer oder ganz kleine Firmen mit nur 5 oder 10 Mitarbeitern. Da kommt es dann sozusagen insgesamt ein bisschen teuer. Es sei denn, du bist eine Agentur, wie gesagt, und du hast 5 Mitarbeiter und jeder deiner Mitarbeiter muss auch wirklich eine CRM-Lizenz nutzen. Da gibt es noch viele, viele andere zu den ganzen anderen Hubs, ja, Service Hub, CMS Hub und so weiter. Und das kann schon sehr schnell ins Geld gehen. Aber der eine ganz große Vorteil bei HubSpot ist die Integration. Usability und Integration. Es gibt, glaube ich, aktuell kein Tool, das ich kenne, oder mit dem ich viel zu tun hatte in der Vergangenheit, das so gut integriert ist wie HubSpot. Also ich rede jetzt von eine E-Mail versenden und automatisiert gleichzeitig eine Nachricht über das LinkedIn-Profil. Ja, an einem bestimmten Kontakt zum Beispiel. Oder, also es ist wirklich super, super geil integriert in alles, was da draußen gibt an Social Media, Service, Marketing Automation, you name it. Es gibt keine Schnittstelle, die nicht HubSpot super integriert hat, von der ich weiß. Es ist bei Pipedrive, die versuchen auch aufzuholen, aber es ist nicht ganz so weit fortgeschritten. Dann gibt es noch Close.io und so weiter, die sind noch viel, viel weniger gut integriert. Der große Nachteil natürlich, du bist, wenn du
Startup bist, Einzelunternehmer, wie gesagt, Solopreneur oder hast nur ein paar Mitarbeiter, 2, 3 Mitarbeiter oder sowas und in der Regel dauert es eine Weile, bis du wirklich auch die Größe hast, dass sich HubSpot rein rechnerisch für dich lohnt. Oder du nimmst das kleinste Paket, das Starter-Paket von HubSpot, CRM, dann wiederum hast du wirklich essentielle Basisfunktionalitäten, wie zum Beispiel eine automatisierte E-Mail-Sequenz rausschicken, nicht mit dabei bei dem Starter-Paket. Musst also dann wieder, was auch sehr einfach ist bei HubSpot, weil es für alles eine Schnittstelle gibt, vorprogrammiert, musst einfach nur per Maus und einfach die API rein und fertig. Musst aber dann wiederum ein zusätzliches Marketing-Automation-Tool, welches E-Mail-Sequenzen und alles, was dazugehört, abbildet, wieder anflanschen. Und da gibt es auch wiederum sehr gut, da gibt es Quentin, Active Campaign, Clicktip und so weiter. Die kannst du quasi über Zapier oder Technomat dort anflanschen. Und all diese Marketing-Automation-Tools, die kosten dich halt maximal 100 oder 150 oder 200 Euro wahrscheinlich, sowas in dem Dreh. Und von daher kommst du natürlich in der Kombination HubSpot CRM und dann ein weiteres Fremd-Marketing-Automation-Tool wahrscheinlich wesentlich günstiger weg. Ist natürlich dann von der Integration hast du nochmal ein extra Tool. Aber wie gesagt, Integration ist bei HubSpot CRM absolut kein Problem. All das gesagt ist natürlich, wenn du eine größere Firma bist, meiner Meinung nach ist HubSpot CRM eines der Tools erster mit Salesforce, je nachdem aus welcher Branche du bist, dann gibt es noch SAP vielleicht noch und dann noch was anderes. Aber das sind so die besten Tools wirklich. Und wenn du aber kleiner bist, dann würde ich dir wirklich empfehlen, übernimm dich nicht mit Toolkosten, weil das kann ich wirklich erdrücken, auch demotivieren, die meisten Freelancer und so weiter, die quasi am Anfang sind, bei denen sind also Toolkosten von 1000 Euro, dann akkumuliert alles, was du an Tools hast, eine Menge Zeug. Ich meine, davon kannst du ja fast schon ein Apartment mieten, am bayerischen Hinterland kannst du schon fast ein großes Apartment mieten davon. Ja? Also, hier unten findest du auch einen Link, falls du das mal PipeDraft dir mal kostenlos anschauen möchtest. Was halt noch geil ist bei HubSpot, du kannst dir dort einen kostenlosen Account machen, mit dem du nicht viel machen kannst, aber der ist kostenlos für immer. Bei PipeDraft gibt es einen kostenlosen Account, der geht aber nur 14 Tage. Beide Links findest du dann hier unten und dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Und wenn du noch mehr Tipps brauchst, dann kannst du mich natürlich auch für eine halbe Stunde buchen und dann schauen wir, ob ich dir da noch weiterhelfen kann bei diesem ganzen Thema, das doch sehr schnell, zur Überforderung führen kann bei jemandem, der sich nicht tagtäglich damit befasst, das Thema CRM und Marketing Automation. Ich freue mich aufs nächste Video mit dir und dann sehen wir uns eventuell auf der anderen Seite in meinem Zoom-Termin, um uns besser näher kennenzulernen. Dein Thomas Klein, Happy Hunting, bye bye, bis zum nächsten Mal.